Moin moin und willkommen zurück zur Operation Verbrannter Wächter. Ich habe ja die Flucht ergriffen in der letzten Folge und habe mir gesagt, ey, mach mal hier. So, wir suchen uns erstmal ein schönes, machen wir hier ein Päuschen. Und jetzt suche ich hier mit Icon, beim Scharfschützen. Ein schönes Plätzchen zum Rumsnipern. Das macht er mal. Was machst du mal hier? Und los jetzt. Sichtkontakt zu feindlichem Trupp. Dieser Advent-Captain wäre uns von Nutzen, wenn er kampfunfähig gemacht würde. Ja, das kriege ich aber noch nicht gleich hin. Glaube ich nicht. Warehouse. Scorch. Ja gut, klar, ne? Scorch muss so weit vor wie möglich. Macht er mal. Ich setze ihn aber diese Runde in Feuerschutz. So, als nächsten nehmen wir mal unseren Fetten hier. Du gehst mal dahin. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Der macht mal noch gar nichts, weil der schmeißt gleich eine Granate. So, Doc. Ach, Doc, die ballert eigentlich ganz gut. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Du gehst mal hier in Bin Feuerschutz. dabei. Samurai pirscht sich hier vorne hin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Und geht auch in Feuerschutz. Biete Feuerschutz. So, wir haben nur hier noch einen. Kuga, genau. Die kommt noch nicht weit. Die geht mir hier hinten hin. Verstanden. Bin unterwegs. An ihren Rattenschwanz sozusagen, Feuerschutz. Feuerschutz und den hier Splittergranate. Der kommt leider nicht bis ganz weit hin. Schade, schade. Aber wenigstens die beiden hier, die kriegt er. Granate geworfen! Die kriegen jetzt einen Schreck. Er hat ja wenigstens ein bisschen was bewirkt. Sehr gut. Sie haben uns. Oh, 7 Schaden, immerhin. Oh, der hat auch was liegen lassen. Wow, 10 Schaden. Das wird nicht reichen. Ziel eliminiert. Cool. So, du gehst in Feuerschutz. Ach, du ahnst es nicht. Da sitzen welche drin. Und der ballert die ganze Zeit jetzt da drauf. Na, das Ding müssen wir retten. Das fühlt sich nicht gut an. Das Objekt der Begierde hat er jetzt leider verschossen an uns. Nutzt nix. Legen wir endlich los. Wir schnappen uns den Burschen. Oh. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Hier rein. Bekommt er das in 2 Runden hin? Ich weiß es nicht.
So, aber trotzdem, ich muss den jetzt... Den nehme ich Tatsache ein. Den holen wir uns. Und was müssen wir machen? So, 41%. Ich versuch's mal. Oh, nö. Ey, war ja klar. Die Abschirmung ist zu stark. Fehlgeschlagen. So, da muss jetzt Kuga ran mit Sturm und Schuss. Den hole ich mir. Wird erledigt. Peng. Oh, nun. Ein kritischer Treffer. Rüstung 9 Schaden. Klasse. So, Samurai, kannst du auch sowas Schönes machen? Sturm und Schuss. Und zwar hierhin. Rücke aus. Advent-Einheiten gesichtet. Ach. Den genau in die Arme gelaufen. So, komm, ey, rotz den weg. Nein, sie schießt daneben. Es gibt's doch wohl nicht. Ziel steht noch. Ja, das ist ganz schlecht, ist das. So, hier, Warehouse. Kommt er überhaupt da hinten hin? Hoffentlich lohnt sich das. Ja, werden wir sehen. Komm, mach. Meter aber durch mit der Flinte. Von der Rüstung abgeprallt. Ja, sieht doch ganz gut aus. So, dir verpasse ich mal da hinten eine hiermit. Der ist schon mal weg. Feind eliminiert. Tod von oben. Sehr gut. Jetzt kommt er aber... Kann er nur noch Pistolenfeuerschutz geben. So, und jetzt kann nur noch Doc hier hin. Du gehst mal hier hin. Bin unterwegs. Und Knipp gibt denen einen hoffentlich... den Gnadenschuss. So, der ist Geschichte. Yes. Genau nach Plan. So ist es. Was hatten die da gerade noch für Albernheiten gemacht? Ah, bitte nicht. Okay, 2-3 Treffer. Kann das Ding noch vertragen, mir aber nicht. So, Scorch. Wir brauchen eigentlich hier irgendjemanden. Wir fangen mal hier oben. Mit Icon an. Der sieht den. Na, dann gib ihm mal eine. Ja, war klar. Ich hätte mal laufen lassen sollen. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Aber irgendwas ist ja immer. Minus 1,5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Mache ich. So, jetzt brauchen wir erstmal einen, der hier das Leckerli aufsammelt. Alles klar. So, PKS, überragende Geschwindigkeit, nochmal fortschrittliche Konditionierung und ein Automatiklader.
Cool. Das sieht nach dem Zeug aus. Wir müssen schleunigst hier rein. Du flitzt mal hierher. Schon dabei. Jetzt rastet er aus. Jetzt haben sie wenigstens keine Zeit mehr, da sinnlos auf das Teil zu ballern. Deswegen kommst du mal hierher. Schon unterwegs. Gibst mir hier schön. Na los, Feuerschutz. Warehouse, muss man hier in halbe Deckung gehen. Ich gehe schon. Und was macht er? Natürlich Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Positiv. So, hast du irgendwie... Du kannst schon mal... Die kann man schon mal ein bisschen rumfeuern. Immerhin drei. Immerhin drei Schaden. So, der ist sauer. Sechs Schaden. Immerhin. Daneben, aber immer noch zwei. Ach, schade, hättest du nicht treffen können. Ziel steht noch. Ach, daneben. Bin unter Beschuss. Also ich bin nicht alleine, so ein Trottel. Sondern es gibt auch echt noch die Gegner. Ja, warte mal. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, bekommst du gleich. Erstmal ist der... Sie haben mich erwischt. Oh. Die schießen tatsächlich zurück. Kann doch gar nicht sein. Bessere Deckung wäre nicht verkehrt. Und los geht's. Und ein bisschen heran. Wollen wir doch mal sehen, ob wir den jetzt nicht den gar ausmachen. Wunderbar, weg ist er. Wie viele waren das jetzt? Munition ist gleich alle. Kann sie hier tatsächlich was machen? Die kann doch nichts machen. Die ist doch nur da. Sozusagen. So. Sie muss nachladen. Na gut, muss er erstmal machen. Bereit für den Angriff. So. Was haben wir jetzt hier noch? Sensemann. Mal gucken, wie weit sie kommt mit dem Sensemann. Du wirst gar nichts spüren. Die Nummer war umsonst. Bin dabei. Ich muss sie retten, unbedingt. Okay, bin unterwegs. Das sind plus 39%, aber es reicht mir erstmal aus, wenn die einen Schreck bekommt und wieder loslässt. Na gut, war daneben, ne? War klar, Fenster zu. Die kann sich da einfach nicht befreien. Kannst du was backen? Kritischer Treffer? Feind neutralisiert. Mit einem Schuss umgenietet.
Tod von oben. Er kann nochmal. So, nachladen durfte eigentlich nichts kosten. Ich müsste jetzt noch, seht ihr, noch eine Bewegung haben. Kann aber nichts machen. Ich kann nur in Feuerschutz gehen. Laufen geht nicht. Wollte er nicht machen. So, Doc. Doc kommt auch nur bis dahin. Kein Problem. So, das hat wenigstens so gesessen. Muss das sein. Reservemunition. So, hier ist er noch. Genug Fieskram zum Abballern. Ich habe doch eben hier irgendwas noch gesehen. Aber ist egal. Du schleichst dich erstmal hierher. Bin unterwegs. Haben es mit Edwin zu tun. Ja, sag ich doch. Da sind noch genug. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Daneben, schade. So, die lebt da gerade sehr gefährlich. Das hat wehgetan. Sag ich doch, sehr gefährlich. Oh, die Mistviecher, die geben mir auch was auf den Zünder. Kann mich nicht orientieren. Ganz schlecht. Noch viel schlechter. Okay, ich glaube, der Doc ist markiert. Klar. So, ist hier ein Turm in der Nähe, oder? Ah, den kann ich bestimmt scannen. Und das probiere ich auch mal. Und zwar gehe ich mal zum Ton und gehe mal gucken, was es da Schönes gibt. Die Zeit habe ich ja. So, alle in dieser Runde bereits genutzten Aktionspunkte des Trupps werden aufgefüllt. Ui. So, reduziert den feindlichen Willen um 50%. So, das breche ich mal ab. Und fliege gleich nochmal hin. Aber erst wenn sie hier ihm eins... Kann sie nicht auch hier Schwerthieb? 9 bis 11... 9 bis 8. So, 6 bis 8 und nicht 9 bis 8. Ja, komm hier, mach mal. Versuch mal Schwerthieb. Schwacher Treffer. Ja, richtig. Ein sehr schwacher Treffer. So, Samurai macht sich mal hier rücke vor an die Ecke und ballert mal ganz heftig. Ach, oder nehmen. Konzentriere dich. Ja, muss ich auch mal sagen. So, Warehouse. Was ist da drüben? Geh mal näher ran. Und probier mal hier
den Schusshagel aus. Der trifft auf alle Fälle. So, jetzt muss ich mit ihm aber tatsächlich mal vorrennen. Jawohl. Von da oben trifft er ja gar nichts mehr. So, jetzt habe ich noch Doc. Geht klar. So, das war doch schon mal was. Das war doch klar, oder? Waffe leer, kann nicht angreifen. So, Scorch versucht mal jetzt sein Glück. Sag mal, warum kann er denn das Ding jetzt nicht mehr hacken? Warum das nicht? Es ging doch eben noch. Na gut, dann muss er leider mal in diese Richtung. Jetzt komme ich. Jetzt geht's wieder. Und manchmal ist es eigenartig. Infiltriere System. So, da haben wir's. Aktionspunkte. Ich probier's mal. War ja klar. Das war ja klar. Es gehört noch Ihnen. Jetzt sind wir alle dran. Jetzt sind wir geschlachtet. So, einmal daneben. Stehe unter Beschuss. Selber, der macht ja jetzt irgendwie so einen Voodoo-Scheiß da wieder. Okay, der hebt einen auf. Auch nicht so schlimm. So, der macht mir jetzt hier noch ein paar Sorgen. Okay, minimaler Schaden war das. 6. Es geht noch. So, dann gehen wir mal von vorne. Kugel nicht, sondern du nimmst mal... Warum kommt die jetzt hier nicht an ihrem blöden Schädelspalt daran? Ach, weil die immer noch desorientiert ist. Doc, brauchen wir mal Doc. Die lädt mal nach. Und weiter geht's. Und kann sie mal hier entschüttern, sozusagen. So, Desorientierung aufgehoben. Das heißt, sie kann jetzt hier mit dem Schädelspalter ihm eine verpassen. Trophäe! Gnadenlos! Och, jetzt haben sie das. Wir haben vollständigen Zugriff auf das Advent Psionic-Netz. Oh. Ich habe unsere Systeme für die Verarbeitung der neuen Daten eingerichtet, aber wir müssen schnell sein. Sie werden unser Eindringen bald bemerken. So. Einen kleinen oder einen großen Informationsspeicher? Ich bin mal mutig und nehme den großen. Kommst du durch? Oh, schade, ich hätte mal doch den kleinen nehmen sollen. Ja, ist egal. Wir sind durch. Das ist ja auch nicht schlecht, das Ding.
Ja, fuck, was haben wir denn hier? Commander, das scheint der Codex zu sein, der für den Schutz der Alien-Datenbanken verantwortlich ist. Wir müssen ihn neutralisieren, wenn wir die Daten auslesen wollen. Verstanden. Waffen bereit machen, wir haben unser Ziel. Na scheiß die Wand an. Geht klar. Also bevor irgendwas passiert, ich nehme hier erstmal ein Medikit. Die geht mir sonst flöten. So, Warehouse. Du gehst mal direkt hier ran. Hoffentlich lohnt sich das. Lädst nach. Ich bin bereit. Und damit ist alles, was er machen konnte, dahin. Scorch, der wird mal was Lustiges machen. Der nimmt das Teil und dann kümmern sie sich hoffentlich alle um das Viech. Mal sehen, ob es jetzt auch klappt. Schade, dass das zwei Bewegungspunkte kostet. Ach, du solltest ballern und nicht laufen. So, kannst du aber jetzt hier noch. Prozent, komm. Halt mal drauf. Ja, schade. Nicht ins Schwarze. Nee, das war nix. Na holla, die Faltfee, die klont sich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Codex projiziert mehrere Kopien von sich selbst in unsere Dimension. Na, warte mal. Bin unter Beschuss! So, so blöd sind die Aliens. So, die teleportiert sich mit ihrem Klon überall hin. Der Codex scheint in ständigem Fluss zu sein und in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Waffe deaktiviert. Oh, da, irgendwas habe ich gehört in der Ecke. Nicht so gut. Endlich. So, das Vieh erstmal weg. Komm. Halt drauf. So, Nummer 1 auf Wiedersehen. Habt ihr das gesehen? Meine Munition ist leer. So, sie kümmert sich mal. Linie. Feind neutralisiert. Sie, ihr macht mir noch ein bisschen Sorgen. Aber erstmal. Ist der Kollege dran? Und das müsste es jetzt auch für den Zombie da gewesen sein. Winke, winke, Zombie. So, du kannst jetzt hier wenigstens noch in Deckung gehen. Positiv. So, du kannst mal nachladen wenigstens und... Und weiter geht's. Ja, baller mal drauf da. Hm,
Hoch, daneben. Schade. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ich bin der Meinung, das wäre eher eine Sie. Ach, auch daneben. Muss mich zusammenreißen. Ja, allerdings. So, Doc muss nachladen. Nachgeladen. So, und komm, lass mich nicht im Stich. Trophäe. Wir sind die Besten. Ein grausiger Schlüssel. Knickknack. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. So, 4 Verletzte. Status bestätigt. Mission erfüllt. Sehr gute Arbeit, Commander. Anscheinend blieb nach der Auflösung des Kodex ein physischer Rest übrig. Hoffentlich gibt er uns einen besseren Einblick in die Pläne der Aliens. Wir werden sehen. Eine Trefferquote. Meine Trefferquote wird ja immer schlechter. 71%. Das ist nix. Aber das war zumindest eine erfolgreiche Schlacht, der verbrannte Wächter. So, schauen wir mal, wer alles hier eine Beförderung verdient hat. Ich glaube, gar keiner in dieser Runde kann es sein. Lassen doch. Ne? Kuga. Oh, die hat es aber richtig erwischt hier. Ey, und eine verborgene Fähigkeit entdeckt. Wächter. Bei jedem erfolgreichen Feuerschuss besteht eine Chance von 50%, dass ein weiterer Schuss abgefeuert wird. Sehr gut. So, und die können wir auch jetzt ausbilden zum Sensenmann oder Schnellfeuer. Das heißt, so, dieser unterliegt keiner Abklingzeit. Also Schnellfeuer können wir hier auch nehmen. Sie geht dann sozusagen, kann sie zweimal schießen, aber minus 15. Es funktioniert aber, wenn er in der Nähe ist. Schnellfeuer. Das nehme ich mal bei ihr. Nur um das Ding mal auszuprobieren. Ja, und ich schicke alle ins Lazarett. Bitte danken Sie Ihren Truppen für die schwierige Erlangung des Kodex-Hirns. Wir beginnen so bald wie möglich mit der Arbeit daran. So, eine Viperleiche. Ach, was wir hier alles haben. Hallo, Commander. Hallo, so, Belohnung, 250 Vorräte. Perfekt. So, an der Stelle sage ich schon mal Dankeschön fürs Reinklicken. Ich scanne hier jetzt noch einen kleinen Moment rum. Und wenn was Aufregendes passiert, seid gewiss, kommt das in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Ich beglückwünsche Ihre Soldaten zu ihrer Unnachgiebigkeit bei der Vernichtung dieser Kreatur, Commander. Mhm. Die Aliens werden diesen Rückschlag nur schwer verdauen können. So. Was haben wir hier? Höhere Regionseinnahmen. Nicht jetzt. Ich will erstmal zurück. Und wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Muss ich mal gucken. Ach, eigentlich sind wir fertig hier mit allem. Kann ich mir was Neues aussuchen. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge. Tschüss.